Hallo und herzlich willkommen auf Lorella.de. Schauen uns nun zwei Aufgaben an zum Abitur, wie sie Aufgabe 1 baden-württembergisches Abitur sein könnten, zum Ableiten. Und zwar wären es zufälligerweise jetzt die Aufgaben des Abiturs 2007-2008, wie sie gewesen sind. Und wir haben hier die Funktion 1 bis Sinus x in Klammern zum Quadrat. Nun, wir sehen, wir haben hier wieder zwei Funktionen ineinander geschachtelt, das heißt, wir brauchen die Kettenregel. Die innere Funktion v von x, oder einfach nur v, wie ich sie nenne, das ist 1 plus Sinus x. Die steht innen. Also muss es auch die innere Funktion sein. Und dann, was ist außenrum? Das ist ganz klar, das ist die Funktion in ins Quadrat. Das heißt, u entspricht gerade v, also 1 plus Sinus x ins Quadrat. Die äußere Funktion also. Okay, jetzt leiten wir die beiden Funktionen ab. V'. 1 abgeleitet fällt weg, Sinus abgeleitet wird Cosinus. Das heißt, hier steht Cosinus x. Und v Quadrat abgeleitet, das ist 2v. Also ich würde euch auch immer raten, das hier mit diesen vier Einträgen zu machen. Dann hat man eine Übersicht, mit der man am Ende auch ganz gut die Kettenregel oder die Produktregel anwenden kann. Ich verzichte dann auch hier auf die u' von v von x mal v' von x. Ich schreibe einfach u' mal v', spart Platz. Das heißt, wir haben hier u', das ist 2v. Aber hier muss man natürlich dann wieder aufpassen, weil 2v wäre ja 2 mal das hier oben steht, also 2 mal, Klammer auf, 1 plus Sinus x. Mal v', also mal Cosinus x. Wenn ich wollte, könnte ich das auch nochmal ausmultiplizieren. Das wäre in dem Fall 2 plus 2 Sinus x mal Cosinus x. Aber das brauchen wir eigentlich nicht. Wenn wir es können, noch weiterrechnen, 2 Cosinus x plus 2 Sinus x Cosinus x. Aber ich denke mal, das ist nicht notwendig. Eigentlich hätten wir hier schon die Lösung. Schauen wir uns die zweite Aufgabe an. 2x ins Quadrat durch 2x Quadrat minus 3. Nun, hier haben wir einen Bruch, das heißt, wir benutzen die Quotientenregel. F' von x ist u' mal v minus u mal v' durch v². Bestimmen wir der u und v. U ist der Zähler, v ist der Nenner. U als Zähler, 2x², v 2x² minus 3, u' und v'. Naja, u abgeleitet, 2x² abgeleitet, 4x. Und hier 2x² minus 3, die minus 3 fällt weg. Das heißt, wir haben auch wiederum 4x. Und jetzt ist es nicht mehr schwierig, tragen wir es ein. U' mal v, 4x mal 2x² minus 3, u' mal v, minus u ist 2x² mal v', also mal 4x, durch v². V² wäre in dem Fall hier diese 2x minus 2x² minus 3 nochmal ins Quadrat. Auch hier schenken wir uns das auszumultiplizieren, aber hier oben können wir ein bisschen vereinfachen. 4x mal 2x hoch 2 wäre 8x hoch 3 minus 12x. Und hier haben wir 2 mal 4 ist 8, 8x hoch 3 geteilt durch 2x² minus 3 ins Quadrat. Hier sehen wir wieder 8x hoch 3 minus 8x hoch 3 verschwindet. Das heißt, wir stehen minus 12x oben, können auch das Minus nach vorne bringen. Das heißt, die Lösung wäre dann minus 12x durch 2x² minus 3 ins Quadrat. Das wäre die Lösung, also die Ableitung dieser Funktion. Dankeschön.